Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix. Weiter geht's. Ventus sucht gerade Terra auf, weil dieser wohl im Griff ist, die Welt des Aufbruchs, das Land des Aufbruchs zu verlassen und Ventus und Aqua zurückzulassen. Welche Hintergründe das hat und wie es weitergeht, erfahren wir jetzt. Viel Spaß! Terra! It's okay. Die Rüstung des Lichts, die sie vor der Dunkelheit beschützt, wenn sie in dieser unterwegs sind. Und einen D-Link mit Aqua. Den für Terra haben wir ja schon in der letzten... Nee, in der vorletzten Folge bekommen. Und das habe ich euch bereits erklärt mit der D-Link-Energie. Und man kann den D-Link aufleveln mit einem dieser Symbole. Aber das werde ich euch noch im Laufe des Let's Plays zeigen. Außerdem haben wir einen geheimen Xehanort-Bericht. Der Xehanort-Brief an Arrakis. Den werden wir uns auch gegen Ende meines LPs nochmal ansehen. Und, Kommandobrett, das werden wir auch erst am Ende nochmal erläutern. Und das hier ist die Welt. Die Weltkarte, auf der wir durch die Gegend reisen. Ist so ziemlich wie die von Kingdom Hearts 2. Auch hier können wir ins Menü. Und zum Beispiel hier die Kommandos und alles auswählen. Ja. Das habe ich euch hier schon alles gezeigt und erklärt. Und was gibt's hier noch gerade? Habe ich euch alles schon erklärt. Hier seht ihr zum Beispiel, das ist das Kommando Gold Rush. Weil ich im Finisher bestimmte Bedingungen erfüllt habe, hatte ich hier schon 40 aufgebaut. Und ich brauche wohl eine gewisse Zahl und dann levelt sich das auf und dann kann ich diesen Finisher benutzen. Ich hoffe, ich habe das gerade gut formuliert. Aber das habe ich ja auch schon einmal erklärt. Gut. Außerdem 90 Erfahrungen bis zum nächsten Level. Yippie! Hier sind einige Welten, in die wir nicht können. Zum Beispiel die Mirage Arena oder Enchanted Dominion. Oder auch das Schloss des Lichts. Wir gehen natürlich in Dwarf Woodlands, in den Zwergenwald. Die erste Welt, die wir besuchen. Auf der Suche nach Terra verschlägt es Ventus in den Zwergenwald. Wow! Zwergenwald, ja! Ich muss gerade mal meinen PSP-Bildschirm putzen, der war sowas von verstaubt. Yippie, da hinten haben wir unsere erste Kiste und das sind die Gegner des Spiels. Unversierte. Sie tauchen einfach so aus, ohne dass man eine Erklärung für sie hat. Aber das Ganze lüftet sich noch im Laufe der Story.
die Vento-Story, wenn man die als erstes nimmt, hat man einen Nachteil. Man erfährt nichts von den Unversierten. Man wird einfach in den Kampf reingeworfen. In jeder anderen Story werden die Unversierten vorher erwähnt. Nun ja, aber das werdet ihr sehen, sobald ich bei den anderen Stories bin. Unversierte Unversed, Umbra im Japanischen oder auch Unbirth kann man sie nennen, also Ungeborene. Die Namen sind sowas von vielseitig, bedeuten aber im Grunde alle dasselbe. Ungeborene. Und das hier ist Fever Pitch, wovon ich euch erzählt habe, der Kommando-Style, den ich erreicht habe, weil ich einmal die Kommando-Gorge total aufgefüllt habe. Und jetzt sorgen wir natürlich noch dafür, dass ich Fever Pitch ausführen kann, das finale Kommando. Seht ihr? Das war's. Wenig spektakulär, aber das wird alles noch spektakulärer. Keine Sorge. Und jetzt können wir schon den ersten D-Link ausprobieren. Am besten zu Aqua. Denn der hat nämlich am schnellsten ein Heilungskommando. Sobald ich ihn einmal aufgelängelt habe, nämlich. Nee, selbst jetzt schon. Wow! Sofort ein Ding zum Aufleveln. Seht ihr? Jetzt habe ich den Magic Deflector dazu bekommen. Der Magic Deflector ist. Wartet. Wir können das Ganze. Das ging ja schnell mit dem Aufleveln. Ich habe noch nie beim ersten Unversierten so ein Auflevelungsding bekommen. Das läuft gut, Leute. Hier sind unsere zwei Kommando-Styles. Fever Pitch und anderes. Wartet. Das war der Finisher. Das war es auch nicht. Wartet, ich muss mich gerade mal zurechtfinden. Ich finde es nie beim ersten Mal. Es muss hier sein. Ja, das sind die D-Links. Hier, wir gehen hier drauf und der Magic Deflector. Steht hier alles nicht erklärt, toll. Magic Deflector bedeutet nichts anderes, als dass ich in diesem Kommando dann abwehren kann. Sowas wie eine Barriere habe zur Abwehr. So, ich will nur gegen Unversierte kämpfen. Hier können wir noch nicht hin. Wir müssen uns strikt an den Weg halten, bevor wir weitergehen können. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Ich bin einer, der Lineares mag. Und eine Potion. Damit können wir uns heilen. Ihr seht, einen Schaden habe ich ja schon bekommen. Und kämpfen wir noch ein bisschen weiter. Und den D-Link Terror können wir nicht aufprobieren, weil der... Rechts seht ihr ja die D-Link-Anzeige. Sie ist nicht voll. Jetzt bin ich im Fever-Pitch-Kommando und hier werden noch ein paar Gegner kommen. Aber den Terror D-Link heben wir uns noch auf für eine andere Situation. Jupp, das war's noch nicht. Stirb! Und Fever Pitch. Oh, das ist ein stärkerer Unversierter. Vor dem muss man sich in Acht nehmen. Der hat eine wirklich starke Attacke. Vor allen Dingen Critical. Aber hier macht er eigentlich nicht so viel Schaden. Ja, der Windkommando war vollkommen verschwendet. Egal, wir kriegen unsere Kiste und gehen in die nächste Umgebung. Hinein in die Mine. Sehr effektive Arbeit. Überall kloppen sie, wo keine Diamanten sind. I'm Ventus. Call me Ven. A diamond thief. Take cover, you fools. Genau, ich will eure Diamanten. Immer musst du alles kaputt machen, Ventus. I'm sorry. I didn't mean to frighten you. You didn't? Oh, you mean you're not here for our diamonds? That's not nice. Treating me like some kind of bad guy? I'm just trying to find a friend. His name is Terra. He's dressed kind of like me, about yay tall. Sounds like a tall tale to me. Go on, get! We don't know any Terra. We don't know any Terra. Can you come over here? I just want to talk. Don't fall for it! Stay where you are! All right. Then we'll do this the hard way. Yeah. Yep, Informationen gegen Gewalt. Ja, Ventus hat's drauf, ne? Da denkt man, der ist so ein Kindskopf. Und das hier sind Sticker. Die müssen wir sammeln, um das Secret Angling freizuschalten. Und außerdem kriegen wir, wenn wir sie in Stickeralbum einkleben, bestimmte Preise. Lass mich euch mal zeigen. Andererseits, das zeige ich euch später, wenn ich mehr Sticker habe. Da lohnt es sich auch. Das hier ist ein Shop. Hier können wir Kommandos kaufen.
Alle möglichen Arten von Kommandos. Ich habe... Wow, wo habe ich über 1000 Geld her? Wir kaufen ein Blockkommando, weil ich will das noch früh genug gegen etwas, mit etwas fusionieren. Mhm. Davon kaufen wir auch eins. Das will ich auch früh genug mit etwas fusionieren. So, und das sind die Kommandos, die wir haben. Können wir erstmal nicht viel mit anfangen. Wie wär's mit, Stopgar haben wir von Anfang an. Ein Preis, weil ich die normale Birth by Sleep, Datei habe. Also, fein nämlich. Kann uns sehr helfen. Sliding Dash, Quick Blitz, Wir kaufen zwei Sliding Dashs. Zwei Blizzards. Und ein Aero. Wartet. Wir kaufen uns noch ein Confuse. Mit diesen Kommandos eingedeckt, sollten wir erstmal ohne weiteren Kommandokauf klarkommen. Fusionieren können wir ja eh noch nichts. Seht ihr, und hier ist mein Stopgar-Kommando. Das werde ich auch, sobald ich die anderen beiden aufgelevelt habe, reintun. Nun, Leute, aber ich glaube, das war's auch schon so ziemlich für diesen Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn das heißt Informationen gegen Gewalt. Bis dann!